Wer kennt das nicht? So viele Beziehungen und doch bleibt das Herz verschlossen. Da will man ein guter Vater, eine liebevolle Mutter oder der perfekte Ehepartner sein. Und manchmal wird's eben einfach zu viel. Und dann kommt die Bestie raus. Eine kalte, leblose Wut, die man nicht bezwingen kann. Und am Ende fahren wir nachts ziellos durch die Straßen. Warum ist das Gefühlsleben so verdammt anstrengend? Und gibt es das Böse in jedem von uns? Heute sind wir ehrlich und schauen in die Tiefe unserer Abgründe. Denn es ist wichtig, dass wir uns ihrer bewusst werden. Unsichtbares oder die Bestie in dir, wie wir den Schatten in Liebe verwandeln, jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Dr. Milan Johannes Meder. Grüße dich, Peggy. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, du bist Chefarzt und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hast schon viele tolle Interviews auch bei uns gegeben, ja, auch schon auf der Bühne beim Welt im Wandel Kongress. Genau. Und ja, für die natürlich unter euch, die es nicht kennen, brauchen ihn einfach nur eingeben, googeln oder direkt abonnieren, dann verpasst ihr auch gar keine Folge. Und ich freue mich besonders auf diese Folge gerade, weil sie eine kleine Vorgeschichte hat. Und zwar müssen wir dir jetzt nicht verraten, du hast ein neues Buch veröffentlicht. So ist das. Und wie der Titel schon sagt, Unsichtbares, ich zeig's schon mal sofort, denn Werbung ist die beste Reklame. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, den Spruch. Unsichtbares, so klein und smart wie es ist, ne? So schwarz wie es ist. Ich würde ganz kurz den Zuschauern zusammenfassend sagen, worum es da geht, weil es sehr komplex und dementsprechend bauen wir heute auch das Interview auf. Genau. Ja, weil das ist wirklich heute eine Herausforderung für mich, besonders für mich, auch für dich vielleicht, ich weiß es nicht. Also es geht zum Ersten um Beziehungsangst, also Angst vor wahrer Nähe mit Menschen, die uns wirklich berühren. Dann geht es um die Angst vor unserer eigenen Tierheit und den Wunsch, unsere Triebkräfte zu kontrollieren oder zu überwinden. Transformieren. Mhm. Dann Seelenpartnerschaften. Ja, sich selbst in dem Gegenüber oder im anderen auch wiederfinden und erkennen. Dann ein Hauptfaktor ist diese unerklärliche Todessehnsucht, die viele von uns auch schon mal gespürt haben. Also Verzweiflung, Ohnmacht, Trauer. Ja, also unerklärliche Gefühle, die wir nicht benennen können, wo sie herkommen. Eine verletzte Vaterbeziehung, vielleicht sogar die der Mutter. Ja, das finden wir heute heraus. Es geht um Träume und Visionen und vor allem eben auch um die Zyklen des Lebens. Die Rückkehr zurück in den Zyklus vom Geboren und Sterben, ja, immer und immer wieder. Und da möchte ich gern einsteigen. Ja, so ist es. Danke. Habe ich das jetzt gut anmoderiert? Du hast es perfekt zusammengefasst in wenigen Worten und ich fülle das jetzt einfach mit Leben. Okay. Also wir haben dieses Sinnliche, wir haben die Farbe, Formen an Formen. Und auf einmal taucht da in diesem, ich sag das jetzt mal, in dem S oder in dem M oder in dem Rira, Rollala, taucht auf einmal etwas Unsichtbares auf. Und wir sind oft unbewusst, das ist ja das Problem. Es entsteht ein Streit und wir wissen nachher gar nicht, warum. Es steht ein Zweiter Weltkrieg, es werden Menschen vergast und wir wissen gar nicht, warum. Es entsteht eine Corona-Krise und wir wissen gar nicht, warum. Das ist eigentlich der Punkt, worum es geht. Also es fühlt sich tatsächlich, wie du es genau perfekt gesagt hast, wie so ein kaltes, dunkles Gespenst an. Das ist Finsternis. Letztendlich geht es um die Finsternis. Wir sind an einer Schwelle. Wir sind immer wieder an einer Schwelle zwischen Licht und Finsternis. Und an diesem Schwellenpunkt bekommt die Angst. Da kommen auch diese Bestien. Es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Sorge und Einsamkeit mit unserem Selbst konfrontiert werden. Und aus diesem Selbst, aus diesem Abgrund tauchen diese bösen Tiere auf. Also ich will sie noch mal kurz benennen. Das sind ja drei Monster. Mhm. Es ist tatsächlich dieses blaue Monster. Ich kann das jetzt auch gut sehen. Du hast diese bläuliche Farbe, deswegen fange ich mit blau an. Es ist letztendlich so knochig und krumm. Es lähmt den Willen. Und nur mit wirklich innerer Begeisterung können wir es erlösen. Wenn wir in dieser Willensmacht, was ja alle jetzt in diesen letzten Wochen auch erlebt haben, ein Stück weit, wenn wir da verfallen, dann hat die Bestie uns im Griff. Und die Digitalisierung hilft an dem Punkt nicht weiter. Das muss ich nochmal so klar sagen. Weil wenn ich streame und mir was angucke und mich immer wieder ablenke, ich kann mich von dieser lähmenden Willensbestie nicht letztendlich ablenken. Ich muss zurück in die analoge Welt, ich muss in die Liebe. Und so einfach ist das gar nicht mit der Liebe, weil da taucht die zweite Bestie auf. Das ist diese Gefühlsbestie, die lügt im Spotten. Also, was ist eigentlich Liebe?
Das ist doch auch schon die alter Verachtung, Kaffee. Verachtung für das Schöne, ist es die? Letztendlich ist es dieses Lügen, dieses Spotten, das ist dieses Zerstörerische im Gefühlsleben, auch das kennen wir alle. Und nur diese innere Begeisterung, echte Begeisterung, jetzt für diesen Moment, es geht jetzt um dich und mich und natürlich um 100.000 Leute auch, aber es geht letztendlich um diese Begeisterung, das ist, was Authentizität ist, was zählt. Und dann kommt das dritte Gespenst und das ist knallrot. Es ist richtig dunkelrot und es ist der allergrößte Zweifler. Wenn viel Zweifel an dem Denken beginnt, wird Gesundheit weniger. Ich sag's nochmal, wenn viel Zweifel an dem Denken beginnt, was wir jetzt gerade von Regierungskreisen überhaupt der ganzen Welt hören, es gibt nur einen, der sagt sozusagen die Wahrheit in Anführungszeichen. Das ist der große Bill Gates, der diese Millionen ausschüttet. Millionen an die Charité, Millionen an die Regierung letztendlich. Er ist der große Macher und er will diesen großen rettenden RNA-Impfstoff entwickeln. Das ist die größte Lüge, es ist die größte Gefahr. Dieser RNA-Impfstoff ist eine ganz, 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 ganz große Gefahr. Und das muss ich einfach an dem Punkt nochmal so deutlich sagen. Wir müssen uns mit diesen unsichtbaren Bestien auseinandersetzen. Wir müssen den Zweifler im Denken überwinden. Ja, wir haben eine übersinnliche Seele letztendlich. Wir haben ein eigenes Ich. Und wir müssen natürlich, wenn wir so langsam von diesen Bestien aufgefressen werden, müssen wir auch durch diese Krankheitsprozesse und durch diese Todesprozesse durch. Das sind ja Erkenntnisprozesse. Und früher oder später, du wirst hoffentlich nicht vor 85 sterben und ich werde auch irgendwie meine 80 schaffen, so ungefähr. Ja, Männer in Deutschland schaffen das so ungefähr, wenn sie nicht gerade auf einem Intensivbett landen und dann beatmet werden. Das will ich auch nochmal an dem Punkt sagen. Wir machen uns wahnsinnig viel Gedanken über Krankheit. Aber es ist doch auch wiederum wichtig, uns Gedanken über die Gesundheit zu machen. Und da kommen wir nämlich zu dem wirklich entscheidenden Punkt, das Ich wird verfinstert. Das Ich, das Selbst. Es geht darum, dieses Ich, was in der Helligkeit, im Sonnenlicht, in der Liebe, in der Weisheit, in der Kraft, das Ich ist der Kraftpunkt. Ich aus meinem Ich weiß, was richtig ist. Nicht, weil ein Christian Drosten mir was gesagt hat. In den Weiten des Himmels kannst du dich selbst finden. Du bist, und das ist auch das Spannende an dem Ich, das ist selbstlos und doch ist es ein Selbst. Also echtes Ich ist nicht egoistisch. Ich bin nicht der Tollste, der Größte. Das sind die Bestien. Das Ich ist letztendlich was Selbstloses. Und doch ist es aber auch so, dass das, was wir gerade im Außen wahrnehmen, hat ja alles immer seine Ursache. Mhm. Und da wollen wir natürlich jetzt auch mal in die Tiefe, was das wirklich auch. Ja. Wir können natürlich immer sagen, ja, der Böse dort und dort und der das macht, ne, so. Es ist eine Projektion letztendlich auch in vielerlei Hinsicht, dass wir da mal gucken, was ist denn da in uns, was da noch nicht aufgeschaltet ist? Warum lassen wir das mit uns machen? Warum sind wir immer noch in so einer gefühlten Ohnmacht? Wieso trauen wir uns oft nicht zu sagen, was wir wirklich denken? Wo sind wir nicht authentisch? Ja? Wo gehen wir noch nicht so schnell auf die Straße? Was für Muster wirken da? Genau. Ja? Und das, da muss man sich klar machen, dass wir immer wieder polare Prozesse haben, Yin und Yang. Wir haben dieses Licht und die Finsternis und die kämpfen miteinander. Im reinen Licht, und das ist auch wiederum die Gefahr, da kannst du dich total auflösen. Im reinen Licht kannst du sagen, oh, wie toll das Licht, ich bin im Nirvana, ich bin im Paradies, alles wunderbar. Das ist wiederum eine Gefahr. Deswegen brauchen wir auch wiederum die Finsternis, das ist die andere Seite. Und in diesen Reduktionismen der Materie, in den Reduktionismen der Virologie, da können wir uns auch letztendlich ja verlieren. Das ist bodenlos. Im Nanometerbereich können wir uns verlieren. Das ist so die eine Polarität. Die andere Polarität ist Wärme und Kälte. Auch das haben wir in der Beziehung. Ja, wir haben jetzt ganz viel Wärme, weil wir einfach uns mögen. Wir sind sympathisch miteinander. Aber dann kann es sein, dass du vielleicht doch aus dem Nichts irgendwie einen anderen Mann toll findest. Und dann spüre ich auf einmal die Kälte, weil diese Wärme nicht mehr mir gilt. Da sind wir wieder in diesem Beziehungsthema. Also Wärme und Kälte haben was miteinander. Auch die kämpfen miteinander in der Wärme. Kannst du dich letztendlich verwehen? Ich kann mich so total in dich verlieben, in deine Art und in deine Wärme, dass ich dann irgendwann total abhängig von dir werde. Und dann sagst du, Milan, ich muss jetzt mit dir Schluss machen, weil du letztendlich total hinter mir herläufst und ich brauche ein selbstständiges Gegenüber. Ich brauche auch nochmal Luft für mich zu atmen.
Und doch wäre es jetzt spannend hinzugucken, warum ich ausgerechnet dann so einen Typen anziehe, den ich ja abhängig gemacht habe, unbewusst, ja. Und ja, der andere letztendlich, der mir ja hinterher rennt im Stellvertreter-Sinne, wo bin ich noch abhängig? Ja, in dem Moment, wo ich das ablehne, muss ich ja auch mal hingucken und sagen, und das sind dann die Monster, ne? Das sind dann die Gefühlsebenen, wo wir merken, oh, hier arbeitet was. Das sind die Monster und das ist dann auch wiederum die Kälte. Also Wärme und Kälte sind ja die Polaritätsprozesse, wo wir jetzt gerade uns befinden. In der Kälte kannst du dich verhärten. Du kannst dann die super kalte Schulter zeigen und sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber das ist auch nicht authentisch. Letztendlich ist das wieder eine Bestie, die dann durch dich spricht. Also Wärme und Kälte sind wieder Polaritäten, wo diese Bestien auftauchen. Und natürlich tauchen die Bestien ständig in Lebensprozessen und in Todesprozessen. Also Todesprozesse, dieses Corona, was uns ständig hier töten kann. Wir müssen uns schützen vor dem Corona. Das sind letztendlich latente Todesprozesse. Auch dieses Leben und der Tod kämpfen miteinander. Und in der Lebensmacht, wenn ich sage, oh, ich habe überhaupt keine Angst vor Corona, es ist überhaupt nicht gefährlich, ist auch eine Illusion. Denn Corona ist durchaus gefährlich. In der Lebensmacht kannst du verschwinden. Im Todesnichts kannst du verkrampfen. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Satz. Ich sage dir nochmal, im Todesnichts kannst du verkrampfen. Man kann im Nichts verkrampfen. Das hört sich erstmal widersprüchlich ein, einen Krampf im Nichts zu bekommen. Der Krampf kann so stark sein, dass man sich komplett auflöst. Oh ja. Also du hast Angst vor dir selbst. Du hast Angst vor der eigenen Gespenstigkeit, vor der eigenen Tierheit. Das hast du ja auch sehr gut anmoderiert. In den Lebensprozessen, du bist lahm, du bist ohnmächtig. Im Gefühlswesen kannst du dem Kältetod verfallen, wenn du nicht in dir, und das ist jetzt ein auflösender, ich sag mal, in die Waage bringender Prozess, wenn du nicht in dieses echte Geistesfeuer hineingehst. Das heißt, es geht jetzt darum, dass wir dieses Geistesfeuer heute in der Sendung aufschalten und uns miteinander gegenseitig und alle anderen daran erinnern, dass es erstmal A, menschlich ist, dass es wirklich, dass wir nichts ablehnen müssen, dass wirklich erstmal alles sich lohnt anzuschauen, weil es immer mit uns zu tun hat. Und dass wir jede Gelegenheit, jeden Konflikt nutzen können, um wirklich dieses Feuer wieder zu entfachen. Genau. Dann würde ich doch einfach mal dich was fragen. Und zwar, in dem Buch geht es um deine Todessehnsucht. Ja? Du hast ja von einem Christoph geschrieben. Ich habe so die Ahnung, dass es viel mit dir auch zu tun hat. Absolut richtig. Und das ist mittlerweile auch kein Geheimnis. Also ich bin seit 4 Jahren intensiv daran und schleife da immer wieder neu. Und jetzt darf es die Welt auch wissen. Letztendlich bin ich dieser Christoph, genau. Also bist du einmal das Ich und einmal das Er, von dem wir jetzt gerade reden. Was ja eigentlich auch ganz spannend ist, wenn wir das mal von zwei Seiten anschauen. So ist es. Woher die Sehnsucht bei dir? Die Sehnsucht nach dem Tod, die du schon als junger Mann gefühlt hast, besonders im Umgang mit Frauen, wenn sie dir nahe kamen? Also der Schlaf ist der kleine Tod, die Sexualität ist der kleine Tod und letztendlich ist es immer wieder diese Beschäftigung mit dem Tod, auch die Droge. Ich habe mal als junger Mensch, als 17-Jähriger, habe ich Halluzinogene genommen und habe wirklich eine Todeserfahrung gehabt, also so eine Nahtodeserfahrung. Ich habe das in einer Überdosierung genommen und ich habe mich tatsächlich mal ganz von außen wahrnehmen dürfen. Das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, das war auch eine Todeserfahrung, deswegen habe ich dann für mein ganzes Leben lang die Finger von den Drogen gelassen und bin auch Kinder- und Jugendpsychiater geworden und rede da auch den jungen Menschen durchaus ins Gewissen, weil das ist ja nicht ohne. Es hätte auch sein können, dass ich ein Dauerpatient von der Psychiatrie geworden wäre. Bist jetzt Dauerarzt geworden. Der war jetzt richtig gut. Also das heißt, eigentlich hat jeder diese Todessehnsucht in uns, aber sie kam bei dir am deutlichsten, sobald du dich mit einer Frau vereinigt hast und dein ganzes Gefühlsspektrum hochkam, ja, wo du in Berührung kamst mit dem Unsichtbaren. Ja, und da komme ich mal direkt auf diesen Punkt, dass ich für mich lange diese Todesängste, diese Bestien in mir, die habe ich natürlich externalisiert. Die habe ich immer außen gesehen. Und das ist ja auch viel einfacher. Man möchte ja sich mit dem eigenen Selbst nicht auseinandersetzen. Und als ich mich immer mehr in diese Erkenntnisprozesse hineinbegeben habe, habe ich meine weibliche Seite erkannt, habe ich letztendlich erkannt, dass ich eine sehr ängstliche Frau bin. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an. Ich bin ganz klar, ich bin ein Mann. Aber
indem ich mich auch in dieses weibliche Gegenüber als 18, 19, 20-Jähriger verliebt habe, habe ich letztendlich mich selbst gesucht. Mhm. Inwieweit können sich Männer, oder du hast es ja wirklich, also das Buch, das muss man jetzt auch nochmal, das ist der Kracher, ich habe die ersten drei Seiten gelesen und dann landest du dann im Schlafzimmer bei deiner Frau. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, da habe ich erstmal so, also ich habe wirklich Ohren und Augen, alles war rot auf einmal, weil ich dachte, wie, das schreibt der Milan. Und so sehr, wie es mich geschockt hat, umso sehr fand ich es so ganz normal, wenn du das so schreibst, weil es so eine Klarheit hat, dass das nichts anderes mehr im Raum anrüchig sein könnte, ne? Aber es kam mir vor, als würdest du dich damals noch von der Sexualität mit der Frau oder der Frau gefangen fühlen. Inwieweit hat das auch mit dem Mutterthema zu tun, wenn wir die erste Frau, der wir begegnen, die ja unsere Mutter ist, besonders beim Mann? Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht ja letztendlich das ganze Leben lang um einen Ablösungsprozess, um Freiwerdungsprozess. Ich sage das jetzt nochmal ganz allgemein, zum Beispiel Kaiserschnittsprozess. Auch für junge Frauen, die durch einen Kaiserschnitt geboren sind, die haben ihr ganzes Leben lang damit zu tun, einen Autonomieprozess zu bekommen. Weil durch den Kaiserschnitt ist man nicht durch diese enge Pforte gegangen. Also im Grunde genommen ist diese enge Pforte, ich sag mal die vaginale Entbindung, eine Chance, dass man wirklich in diese Freiheit kommt von Anfang an. Das ist das Ziel für jeden Menschen. Und die Gefahr ist natürlich bei vielen Männern auch mit 40, 50, da nimmt die Mutter so viel Platz ein, dass die überhaupt nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu einer Frau zu führen. Und diese Latenz hatte ich natürlich auch ein Stück weit in mir, weil, wie du richtig sagst, man sucht ja auch in seinem Gegenüber ein Stück weit dieses Mütterliche. Ist ganz natürlich. Aber es geht darum, ein Stück weit die Mutter oder die böse Schwiegermutter zu überwinden, um frei zu werden, um wirklich offen zu werden für ein Gegenüber. Und letztendlich ist es auch egal. Es könnte auch eine Homosexualität sein oder zwei Frauen leben miteinander. Es geht darum, dass man frei in eine Nähe kommt. Und da will ich noch mal kurz auf dieses Thema eingehen. Wir haben ja dieses Geistesfeuer gesagt. Das steht auch mit zwei Menschen in Verbindung. Das heißt, er ist dann mitten unter ihnen, wenn zwei in seinem Namen versammelt sind. Und besinne dich auf die Nöte. Das ist doch unsere Aufgabe. Wir müssen uns auf die echten Nöte besinnen. Wir müssen uns jetzt nicht auf irgendwelche Corona-Krisen besinnen, sondern wir müssen uns auf diese Riesennöte, die in Afrika sind. Wir müssen uns auf die Isolierung der Menschen, die jetzt teilweise krepieren in ihren Wohnungen, die Kinder, die nicht in die Kitas kommen und so weiter. Wir müssten nicht über Schweden meckern, weil Schweden ist durchaus vernünftig in der Krise mit den Dingen umgegangen. Eigentlich müssten wir uns um die echten Dinge kümmern und nicht um irgendwelche Pseudo-Dinge. Wir müssten uns um den Stein, um die Blume, um Mensch und Tier. Wir müssten uns eben in der echten Erdverbundenheit, und das ist auch wieder ein mütterliches Thema, die echte Erdverbundenheit. Ohne Dominanz. Also ohne Dominanz. Das Dominanzthema ist immer das Schwierige. In liebevoller Erdverbundenheit, das wäre das Ziel. Und ich sage das jetzt nochmal so ganz klar, schau mal in den Kopf, jeder Kopf, wir haben hier Spiegelneurone, jeder Kopf ist eigentlich wie ein Abdruck des gesamten Kosmos. Mikro- und Makrokosmos gehören zusammen. Wenn du dein Herz empfindest, empfindest du ein Stück weit den Weltenschlag. Also ich will das mal in einem Punkt ganz genau exakt auf den Punkt bringen. Die Sonne braucht 25.920 Jahre, um einmal rumzulaufen. Du atmest an einem Tag 25.920 Mal. Also die Zahl ist so exakt. Ist wirklich so. Im Durchschnitt atmen die 18 Mal pro Minute, dann mal 60, dann mal 24 und du kommst exakt auf die Zahl 25.920. Also der Mensch ist letztendlich ein kleiner mikrokosmischer Abdruck des gesamten Kosmos. Und sich das auch wieder klar zu machen, einerseits die Erdverbundenheit, andererseits diese kosmische Entsprechung. Und da kommen wir auch zu dem, was in den Gliedern letztendlich in der Bewegung ist. Ich bin ein Mensch, der sich wahnsinnig gerne bewegt, auch mit den Kindern, weil das ist letztendlich therapeutisch. Da ist auch etwas, was in diesem ganz feinen Pulsieren, da ist magische Kraft in der Bewegung drin. Und es ist wirklich so, normalerweise ist unser Denken tot. Wenn wir jetzt irgendwelche Corona-Zahlen analysieren, dann sind wir voll in diesem Todesprozess, dann sind wir voll in diesen Bestien drin, dann gehen wir voll auf die Bestien drauf ein. Und wir müssten lebendiges Denken entwickeln. Wir müssten im Fühlen wieder besonnen werden, wirklich in Resonanz mit dem Gegenüber gehen und nicht uns noch weiter distanzieren. Aber wenn es so einfach wäre, dass wir das könnten und das Geistesfeuer aufflackern, warum suchen wir unbewusst immer wieder Situationen oder Beziehungen oder wünschen wir das und möchten das, was uns eigentlich wehtut? Ja, weil eben, und da werden wir ja heute auch noch mal ein Stück weit
darauf eingehen. Es ist so, dass eben diese Bestien mittlerweile eine unglaubliche Kraft haben. Und diese wirklich wärmenden, liebevollen Sonnenkräfte, die liebevolle Mutter. Du bist eine Seele. Du bist ein Menschenwesen. Das fühlen wir teilweise nicht mehr. Wir fühlen einfach mehr diesen Mechanismus oder den Reduktionismus. Wir identifizieren uns zu stark mit dem Äußeren. Wir müssten wieder wirklich in dieses Seelische gehen. Wir müssten wirklich uns mit dem echten Willenswesen verbinden. Wir sind echte Willenswesen. Aber in deinem Buch steht zum Beispiel, da gab es eine Szene, da ging es um einen Traum mit einem Priester, der gesagt hat, wenn du dich in dieser Frau verlierst oder so, ne, oder du verlierst deinen Willen und wirst alles verlieren, wenn du dich auf die einlässt, ja, so. Im Grunde, wie ist es nicht das, was wir eigentlich wirklich befürchten, dass wir diesen Willen verlieren, dass wir wirklich willenlos sind? Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, einen egozentrischen, egoistischen Willen zu entwickeln, sondern in diese Selbstlosigkeit hineinzukommen. Und es geht auch nicht darum, der größte Muskelprotz zu werden und jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen, sondern es geht wirklich darum, in diese selbstlose Bewegung zu kommen. Und das ist auch. Ist das Hingabe? Das ist letztendlich Hingabe und das kann natürlich auch in der Sexualität sein. Das kann ja auch, in der Sexualität hat man alles. Es kann der böse Vergewaltiger sein, der mit seinen Bestien, Frau macht die Beine breit und fertig. Oder es kann letztendlich auch eine ganz hingebungsvolle, ekstatische Bewegung werden. Und das ist dieser Grad. Und das ist auch die Überwindung der Bestie. Also Hingabe im Sinne von Aufgabe. Das aufgeben und weglassen, was uns daran hindert. Und wirklich bewusst in diese Selbstlosigkeit zu gehen. Und dann auch zu akzeptieren. Und das ist ja das Spannende. Im Grunde genommen in der Sexualität, deswegen forsche ich auch viel an diesem Gebiet, kommen wir an unsere alten Bestien, auch unsere Bestien des letzten Lebens ran. Das sind ja unsere Denk-, Gefühl- und Willensprozesse, die uns begleiten aus dem letzten Leben. Also ich will das wirklich noch mal so ganz plastisch sagen. Wir haben diese Kastanie, die blüht jetzt. Die ist eine wunderschöne Blüte. Und im Herbst fällt diese Frucht, also diese stachelige Frucht auf die Erde, da platzt es auf und da ist dann so eine braune, kleine Kastanie. Die liegt tot. 6 Monate tot auf der Erde. Mhm. Die ist tot. Und dann kommt der Frühlingsstrahl und da schießt sozusagen ein neuer Baum, neue Wurzeln. Und das sind wieder die Kreisläufe. Und genau so haben wir auch diese Kreisläufe. Wir sind ständig mit unserem alten Seelenleben verbunden. Und wenn ich, gerade auch in der Sexualität, am Anfang Angst hatte, dann hat das auch damit zu tun, dass ich im letzten Leben viel, gerade als Frau, sehr unschöne Sexualität erlebt habe. Das heißt, ich habe erlebt, dass eben der Mann sich das genommen hat, was er wollte. Naja, um es auf den Punkt zu bringen, jetzt mal deutlich zu werden, in deinem Buch geht es um das Dritte Reich. Du warst du hast wirklich die Erfahrung gemacht, dass du eine Frau warst, die wirklich von Nazi-Offizieren in Massen vergewaltigt wurde, ne? Bis zur Bewusstlosigkeit. So beschreibe ich das in dem Büchlein, ja. Ja, also nicht du jetzt, du, aber ein Teil von dir oder was auch immer. Aber nehmen wir mal an, das bist du gar nicht, sondern das sind nur Seelenaspekte von dir oder Teilaspekte, an die du dich erinnerst. Wenn wir ja immer wieder zurückgehen in unsere. Wir sind zwar eine individuelle Seele, ja, aber wir gehen ja zurück in ein bestimmtes Bewusstseinsfeld. Ja, und da ist der spannende Punkt, ich sage das jetzt mal auch ein bisschen provokativ, es gibt viele, viele Napoleone, die sitzen in der Psychiatrie. Aber es gibt nur einen Napoleon, der wirklich Napoleon war. Also die Gefahr, wenn man sich in dieses kollektive oder auch individuelle Bewusstseinsfeld hineinbegibt, ist eine sehr große, weil... Das ist ein Kollektivschmerz. Ich möchte gerne die große Katharina von Russland sein, ja? Bin ich aber nicht. Ich bin vielleicht tatsächlich diese kleine Jüdin, die ein schlimmes Schicksal erlebt hat. Und da ist es sehr, sehr wichtig zu gucken, was ist wirklich das Kollektive, auch jetzt. Was ist gerade das Kollektive, was jetzt gerade passiert? Was ist dieses Corona-Thema, was jetzt gerade passiert? Das hat auch mit Vergasung zu tun, das hat mit Atmung zu tun, mit Masken zu tun. Tragen. Wir müssen schützen. Mhm. Und letztendlich haben wir dieses kollektive Thema noch nicht überwunden. Ich sage jetzt auch mal ganz bewusst, ich bin ja Kinder-Jugendpsychiater. Es werden jetzt, gerade jetzt, viel, viel mehr Kinder missbraucht, vergewaltigt, weil durch die Isolierung, die erzwungene Isolierung, gewillte Machtmechanismen wieder auftreten und
das unschuldige Kind mehr tatsächlich in die Fängen von diesen Machtmechanismen hineingerät. Was ja vorher unterdrückt war oder nicht bewusst war. Und wenn jetzt diese ganzen Verschwörungstheorien kommen und so, ne, ja, und die Pädophilenringe und wie auch immer, dass jetzt das hochkommt und dass er wirklich abgebügelt wird und sofort wird man abgetan als Verschwörungstheoretiker. Ja. Aber letztendlich ist es genau, das hat mit mir nichts zu tun. Das sind die bösen, bösen Satanisten und wie sie alle heißen. Das wäre jetzt meine Frage. Hat jeder ein Teil in sich, der das möglich macht unter bestimmten Umständen, dass sich das Schrecklichste überhaupt zeigt bei jedem von uns? Ja, wir sind alle Opfer und wir sind alle Täter. Mhm. Und da will ich nochmal auf den Punkt schauen. Also wir sollten auf unsere eigenen Triebe schauen. Wir sollten wirklich auch auf unser eigenes Gewissen schauen. Und wir sollten auf das eigene Schicksal schauen. Wenn wir das wirklich realisieren würden, dann würden wir auch diese ganzen Opfer-Täter-Konflikte auflösen. Das heißt, wenn wir auf die Triebe schauen, damit ist nicht gemeint, also es ist damit gemeint, es sind ja Energien letztendlich in uns, es sind ja nicht gelebtes Potenzial, wenn es verdreht ist, oder? Das ist, wenn irgendwas Triebhaftes ist, was nicht mehr gesund ist oder wo andere zu Schaden kommen oder wo man Dinge will, die andere nicht wollen. Geht es darum, was du meinst, oder geht es grundsätzlich darum, welche tiefen Sehnsüchte und Bedürfnisse habe ich? Ja, also ich sag mal, ein Trieb, der ja uns alle auch leider regiert, ist zum Beispiel Neid und Eifersucht. Mhm. Das ist ein ganz großer Motivationspunkt für, ich sag mal, 99% der Menschheit. Ich will mich damit gar nicht ausschließen. Ich bin natürlich jetzt in einer gewissen Position. Ich bin Chefarzt, ich habe eine tolle Familie, ich habe eine wunderbare Frau, ich habe wunderbare Kinder, wir haben einen wunderbaren Hund. Ich bin ein unglaublich glücklicher Mensch. Und doch, wenn ich mal die Zeit zurückdrehe, vor 10 Jahren sah das auch noch ein bisschen anders aus. Da gab es auch noch Momente, wo ich eben nicht permanent in dieser Glückseligkeit war. Oder wie du ja auch gesagt hast, ich musste auch mit meiner Frau gewisse Dinge erstmal erlösen. Und auch das ist so. Wärme und Kälte, auch in der Sexualität, wir mussten auch durch Reibungen durchgehen. Und letztendlich haben wir, wie man so schön sagt, in der Reibung auch Wärmeprozesse, echte Geistesfeuerprozesse geschaffen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, Leute, ihr müsst nicht die Sexualität unterdrücken. Gehen wir mal ins Mittelalter. Mhm. Ja? Der Papst und der Bischof, Trieb, ganz teuflisch. Du bist eine Frau, in dir ist der Teufel. Und ich bin innerlich erregt, also muss der Teufel in dir sein. Also muss ich dich noch mehr peitschen, dadurch werde ich noch mehr erregt und ejakuliere vielleicht sozusagen als Papst. Und erst recht habe ich dann als Papst gesehen, ich darf ja nicht ejakulieren, weil der Trieb ja was Teuflisches also ist. Also musst du auf den Scheiterhaufen. So einfach. Hm. Seine eigene Triebkraft nicht angeschaut. Und das, ich sag mal, in früheren Generationen oder wir vielleicht auch in früheren Leben, wie auch immer, dass die Rolle des Mannes, das würde ich mir auch gerne nochmal mit dir kurz anschauen, weil wir haben jetzt über das weibliche Element gesprochen. Du schreibst in deinem Buch über die verletzte Vaterbeziehung. Wenn du heute zurückschaust, inwieweit ist der Vater prägend für dein Mannsein gewesen? Und das ist natürlich eine super, super spannende Frage, weil letztendlich genau das ist mein Thema. Ich bin ein ungewolltes Kind. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das sage ich auch hier so ganz offen. Bis dahin, dass meine Mutter, die eben gerade aus der Tschechoslowakei geflohen war, schon in einer gynäkologischen Praxis saß und im Grunde genommen kurz vor dem Eingriff war. Ich muss sagen, mein Opa väterlicherseits und letztendlich auch mein Opa mütterlicherseits, die haben dann wichtige Rollen gespielt. Also meine Eltern waren ja, ich bin ja durch so einen One-Night-Stand entstanden, da ein bisschen Alkohol geflossen und so weiter. Die waren Anfang Medizinstudium und zack, ist da dann so ein Kind gekommen. Andererseits, ich wollte runter. Ich habe mir diese Situation ausgesucht. Und ich habe diesen Grad ausgesucht bis hin in diese gynäkologische Praxis. Oh, würdest du mich jetzt abtreiben oder würdest du mich tatsächlich empfangen? Und das drückt auch meine Mutter und letztendlich meine Vaterbeziehung aus. Also mein Vater, der letztendlich immer wieder sehr abwesend war, muss man sagen. Also ich sage das jetzt mal so ganz klar. Meine Eltern haben 30 Jahre ein Ehebett geteilt, ohne ein einziges Mal miteinander zu schlafen. Die hatten durchaus eine seelische Beziehung. Aber auf einer gewissen Ebene haben sie sich nicht getraut, in eine echte Beziehung zu treten. Und wie auch immer meine Mutter an gewissen Punkten
eine Frau möchte in den Arm genommen werden. Das muss jetzt nicht unbedingt gleich die Sexualität sein. Und sie konnten auch nicht drüber sprechen. Also sie konnten, haben sie ihre Bedürfnisse da weg, also wenn das jetzt so persönlich ist, musst du mir das sagen, ne? Aber haben sie die weggeschoben und verdrängt oder mit Beschäftigkeit im Alltag oder es war eben auch eine andere Zeit, ja? Aber wie fühlte sich als Kind das Leben dort zusammen mit solchen Eltern an, die nicht ihre Wahrheit leben? Das Thema ist ein großes Tabu. Und ich werde da jetzt bewusst, weil setzt da jetzt auch eine Grenze, das ist ja ein sehr öffentliches Interview, werde ich jetzt nicht alle Details sagen. Mein Vater ist seit 12 Jahren tot und ich habe eine sehr, sehr innige und auch tolle Beziehung mit ihm. Denn es gibt den berühmten Satz, man ist erst dann tot, wenn keiner mehr an einen denkt. Und wir denken tagtäglich aneinander oder ich denke an ihn und dadurch halte ich auch was aufrecht. Und für mich ist es auch eine Realität. Also da kommen wir vielleicht wirklich nochmal zu diesem wichtigen Punkt. Mit dem Tod ist nicht Schicht im Schacht. Ich werde mich nicht unter der Erde mit ein paar Würmern unterhalten. Mag sein, dass das auch ein Teil ist oder dass die Asche, die dann vielleicht aufs Meer gestreut wird oder unter der Erde liegt oder wie auch immer, oder manche möchten ja auch eine Erdbestattung haben, dass diese Energien sich auch mit den Erdenergien und mit den Würmern und so weiter verbindet. Aber es ist letztendlich noch mehr. Und da will ich noch mal ganz kurz zu einem wichtigen Punkt. Also wir können wirklich innerlich fühlen, das können wir auch in der Meditation, dass der Abstand zur Erde größer wird, dass wir ein Stück weit wirklich dieses Gefühl bekommen, vom Geist getragen zu sein. Es gibt so Momente, auch morgens, wenn wir aufwachen, kann das sein. Oder abends, wenn wir einschlafen, da dehnen wir uns auch ein Stück weit aus. Und natürlich kann das Leben an einem gewissen Punkt erlöschen und ich werde aber dann von diesem Geist geformt. Meine Seele, die atmet Himmlisches und mein Ich brennt letztendlich in einem göttlichen Feuer. Wirklich, wir gehen durch diesen Regenbogen hindurch und wir sehen den Regenbogen von der anderen Seite. Wir sind dann kosmische Wesen und ich sage das nochmal ganz deutlich, am Anfang war das Wort, Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Die Energie, mit der wir uns verbinden, das ist Realität. Und doch, also ich sag mal, das sind natürlich jetzt wieder, das ist die Weite, die wir sind. Letztendlich, sie ist uns noch nicht bewusst, ja. Und dennoch ist es wichtig, dass das, was uns hier widerfährt, die Herkunftsfamilie, die wir uns ausgesucht haben, unsere ganzen Probleme, unsere Themen, alles, was wir meinten, nicht bekommen zu haben, was wir vermisst haben, was wir als Erwartung letztendlich an die Eltern gestellt haben, ist unser Thema. Und was ich vorhin meinte, ist, im Grunde habe ich in dem Buch erkannt, und du hast es auch noch mal ganz klar gesagt, es geht darum, dass wir Mutter und Vater, unsere Herkunftsthemen, dass wir uns in ihnen erkennen und sie in uns erkennen. Und in dem Moment geht es nicht mehr um Vorwürfe, Beurteilung. Weißt du, es geht auch gar nicht mehr darum, ja, mir fehlt etwas, sondern begreifst du selbst, dass du deine Eltern bist. Genau. Und dann erst kann man über diese Grenzen hinaus. Das heißt, wenn man das jetzt kollektiv sieht, weil es geht ja über alles hinaus. Mutterbeziehung, Vaterbeziehung ist die Grundlage unseres Lebens. Ja. Das übertragen jetzt auf Institutionen, Finanzamt, Krankenkassen, auch Corona-Krise, irgendwelche oberen 10.000, die jetzt irgendwas da muscheln und machen und wir wissen eigentlich nicht wirklich was, ist doch auch wie früher bei Mutter und Vater zu Hause sitzen und zu sagen, ja, stimmt doch irgendwas nicht hier. Und nein, es ist alles in Ordnung. Ja. Ja, bringen wir es nochmal auf den Punkt. Nehmen wir nochmal den Bill Gates, der im Moment die ganze Welt dominiert und der diese Bespaßung, ich sag mal, einen Impfstoff RNA, hochgefährlicher RNA-Impfstoff für 7 Milliarden Menschen. Wenn wir ihm ein Stück weit von seiner Pseudo-Verantwortung wieder was wegnehmen, und an dem Punkt muss ich mal ganz klar sagen, der Trump ist nicht mein bester Freund, aber der Trump hat es richtig gemacht, indem er gesagt hat, WHO, ich gebe euch jetzt mal kein Geld. Mhm. Und wenn die deutsche Regierung ein bisschen aufwachen würde, sag das mal ganz bewusst auch an diesem Punkt, auch fürs Publikum, wenn wir ein bisschen aufwachen würden und die paar Millionen der WHO entziehen würden, weil sie im Moment einfach keine reife Arbeit macht. Ja? Also schön wie gesagt, das, keine reife Arbeit. Wie das so eben auf den Punkt zu bringen ist. Wir müssen ja diese oberen 8.000 oder 10.000 nicht unterstützen. Wir können denen ein Stück weit den Geldhahn zudrehen. Ja, aber solange wir unsere eigenen Anteile, unsere eigenen unbewussten Muster nicht angucken, ist es doch viel, also dann sind wir nicht bewusst. Das heißt, wir sind immer noch individuell steuerbar. Genau. Aus Angst. Genau. Und kollektiv. Weil die Nachbarn und die dissen sich ja jetzt selbst sogar schon. So ist es, die Petzen. Wenn du ohne Maske irgendwo schon noch reingehst, weil du es wirklich vergessen hast oder wirst du gedisst. So ist es. Und das ist, du und ich nebenan wohnen, vielleicht miteinander die Nachbarn sagen, der war vor der Tür oder wie auch immer. Ja.
Aber was ist das? Du hast vorhin gesagt, wir schalten gerade alle kollektiv was auf. Also über die Herkunftsfamilie, persönliche Themen, geht es ins Kollektiv hinein. Das heißt, alles hat miteinander zu tun und durchdrängt sich. Eigentlich ist ja nicht so, wie es scheint. Wir arbeiten doch hier alle Karma ab. Natürlich, ganz genau. Und welches, glaubst du, arbeiten wir hier gerade ab? Wir arbeiten unser individuelles Karma ab und wir leuchten auch fürs Publikum. Wir machen den Menschen, auch unseren Zuhörern, Mut, sich an die eigene Nase zu fassen. Mehr ist es nicht. Darum geht's. Das ist die Erlösung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast es vorhin angedeutet, auch das Dritte Reich hatte für dich oder hat auch in deinem Seelenleben viel zu tun. Ne? Das bewegt dich sehr und es triggert dich. Ja. Kannst du erklären oder mir vielleicht sagen, weil ich hatte so das Gefühl, irgendwie, was hier passiert, erinnert an alte Zeiten und wir werden hier aufgerufen, da was aufzuarbeiten. Ja, letztendlich, das ist ganz spannend. Es gibt gewisse Wiederholungen. Also ich will das mal noch mal ganz sachlich auf den Punkt bringen. 1833, da hat man den Kaspar Hauser am Oettinger Feld umgebracht. Und der Kaspar Hauser, das kann man alles noch mal recherchieren, hatte durchaus eine wichtige Aufgabe. Den hat man ja auch rausgezogen, hat den eingesperrt und dann torkelte der irgendwann nach Nürnberg rein und dann hat man ihn umgebracht. Genau 100 Jahre später hat dieser Hitler mit 44 Jahren die Macht ergriffen. Das ist auch interessant, diese Mechanismen, dass nach 100 Jahren gewisse Dinge sich wiederholen. Und es ist nicht weit, wir haben bald 2033. Es wird spannend. Die nächsten 13 Jahre werden sehr, sehr spannend und es kommt auf jedes Individuum drauf an. Du, ich, was wir daraus machen. Es kann sein, dass 2033 viel schlimmer wird als 1933. Also wenn man zurückfragt, ne, so an die Urgroßeltern oder Großeltern oder sagt, na, wie waren das damals oder so, ne, wieso habt ihr das alle nicht gemerkt, was da passiert ist? Ja. Nö, und so. Oder habt gar nicht, viele haben ja auch gesagt, sie haben gar nicht gewusst, was passiert ist in den Lagern und so, und haben wir gar nicht mitbekommen. Ja. Das finde ich eben das Spannende. Das sind dann auch wieder diese Monster in uns, ne, die uns dazu bringen, plötzlich mitzulaufen, nicht aufzustehen, gerade zu stehen, egal was die anderen sagen. Ja. Hat das auch damit zu tun, dass wir ganz tief drin noch die Urangst haben zu sterben, dass wir immer noch mit unserem Körper identifiziert sind? Das sind diese Todesängste, ganz genau. Und diese Überwindung der Todesängste, wirklich den Mut zum Leben und auch letztendlich zum Übergang zu haben, denn früher oder später, wie gesagt, bei dir plus minus 85, bei mir so um die 80, rein statistisch gesehen. Wenn ich mich jetzt darin nochmal innerlich, ja, ich rieche nichts mehr, ich schmecke nichts mehr, ich höre nichts mehr. Das macht mich erstmal total ohnmächtig. Das macht mir erstmal Angst. Aber das wird so sein. Das ist definitiv so. Und ich kann gut auf diesen Prozess zusteuern. Oder ich kann Angst haben, einfach mitlaufen, schnell eine Maske anziehen und schnell noch den Bill Gates mit ein paar Millionchen unterstützen. Ich kann sozusagen ein Mitläufer werden, aber letztendlich lade ich damit eine viel größere Schuld auf mich auf. Also ich sag mal so, wir reden jetzt gerade darüber, was hier gerade passiert, ja? Und wir haben genug Stoff, negativ und in Angst zu gehen und in Sorge. Ich habe irgendein Gefühl in mir, dass wir doch alle irgendwie gerade schon so weit sind, dass das gar nicht kommen muss. Irgendwie sagt mein Gefühl, ich habe irgendwie Vertrauen. Ich habe so ein tiefes Vertrauen, dass wir hier die Kurve kriegen. Und selbst wenn es nochmal hart kommt und schlimm wird und so. Aber wie soll ich kann das gar nicht beschreiben. Hast du das auch? Ja, und das ist dieses Vertrauen. Und das ist dieses, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist er mitten unter ihnen. Wirklich auch diese Erkenntnis. Es gibt diese Aliens und so. Wir sind alle Aliens. Wir kommen alle aus dem Kosmos. Es gibt kosmische Kräfte. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir uns atheistisch, materialistisch von den Dingen abschneiden. Und wenn wir wirklich in diesen Welt im Wandelprozess gehen, indem wir wirklich diese kosmischen Kräfte anerkennen, das kann man zum Beispiel nachweisen. Wir Frauen, ich sage jetzt mal bewusst wir Frauen, weil ich ja in meinem letzten Leben... Und wir Männer. Durchaus. Wir Frauen haben mehr, wir sind Venusianer, wir sind Venuswesen, weil wir auch, das kann man im Blut sogar nachweisen, wir haben mehr Kupfer im Blut. Die Männer, also ich sage mal jetzt wirklich diese total harten Männer, die haben zum Beispiel mehr Eisen, die haben mehr Marskräfte. Könnte auch sagen,
die Männer sind teilweise eher Marsmenschen. Ja? Also Männer sind eher Marsbewohner und Frauen sind prinzipiell, das ist jetzt mal ganz pauschal gesprochen, sind eher Venusbewohner. Also wir haben auch kollektive Themen, die wir mitbringen. Wir sind nicht nur Erdbewohner. Ja, da sind wir jetzt wieder für mich im Göttlichen. Ja? Inwieweit spielt der Glaube an eine allumfassende Intelligenz, ja, die das alles steuert, ja, wo wir sagen, okay, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, das ist immer vollkommen, auch wenn es gerade nicht danach aussieht, passiert das aus Liebe. Kannst du das unterstreichen? Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Milan, ich danke dir. Ich danke dir. Ich finde, das war wieder so atemberaubend, vielschichtig und vielseitig, dass ich jedes Mal, wenn wir uns sehen, gehe ich wie ein neuer Mensch nach Hause. Ja, geht mir genauso. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch auch wieder Freude gemacht und es geht euch genauso wie mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Tschüss.